größte Berglandschaft auf YouTube? Ja, sie wird hier entstehen auf 7,80 Meter Länge. Hallo und herzlich willkommen zum 121. City Update auf dem Kanal Kasi Brickborn. Wir werden uns heute wieder an diesen Berg dran machen, und zwar hier oben an dieser Stelle. Bevor ich dieses abnehmbare Teil bearbeite, werde ich natürlich erst hier unten anfangen und mit dem Felsen das alles schön verkleiden. Und dann wollte ich noch einmal unten zum Ententeich. Da ist auch noch ein bisschen was zu tun. Da sind wir auch schon wieder beim Ententeich. Ich habe hier noch so ein bisschen Schilf hingemacht und so ein paar Sachen verändert. Ich glaube, jetzt sieht's so richtig idyllisch aus. Das war ein kleiner Hinweis aus den Kommentaren. Ich habe heute richtig das Gefühl, das wird eine Mega-Folge werden. Also das ist sagenhaft. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe hier bereits alles fertig mit Steinen und Felsenelementen fest verbaut. Es ist wirklich verdammt ordentlich stabil, das muss man wirklich sagen. Jetzt werde ich hier die Slopes alle weiter draufsetzen. Und ja, hier habe ich schon so eine Linie gemacht, in grün und mit Flat Tiles gearbeitet, weil ich muss es ja drüber wegschieben können, da muss ich wirklich aufpassen. Dann der Anschluss hier zu dem Teil muss noch gemacht werden. Aber eins nach dem anderen. Also wenn wir schon heute mal echt richtig viel knallen, dann auch richtig gut. Ich mache weiter hier mit den Slopes. Ich bin ja wenigstens froh, dass mir der Joe bzw. der Dirk vom Kanal Joe Klemmbaustein mir einige Steine hat zukommen lassen, denn ich habe nicht mehr viele Felsenelemente. Das heißt, ich habe genau nur noch diese 5 Stück, und die müssen ja für hier oben auch reichen, und wir müssen ja hier oben auch noch hochgehen. Es wird eng, es wird eng, es wird eng, aber ich kriege das hin. Hier bin ich auch ganz anders vorgegangen, als ich wollte. Ich habe hier unten noch keine Slopes drauf gemacht. Dafür habe ich dieses obere Element komplett fertig. Ja, das ist einfach sensationell. Ich zeige es euch einfach mal. Von innen diesmal hohl. Die Ecke habe ich ein bisschen stabiler gebaut. Das war ein bisschen besser. Aber es klappt wunderbar. Ja, jetzt geht's definitiv ans Verslopen. So, mit den großen Slopes bin ich soweit hier erstmal fertig. Die einmal Dreier, die einmal Zweier und so weiter erstmal grob verteilt. Jetzt heißt es natürlich weiter mit dem Grün wieder alles so miteinander vermischen. Das wird auch alles nicht ganz so einfach werden. Jetzt, ich mache da jetzt auch kein Speedbild von oder sowas. Das ist jetzt Quatsch. Ich zeige euch einfach den nächsten Baufortschritt und dann würde ich sagen, melde ich mich wieder. Aber es ist auch jetzt wieder viel zu tun. Auch hier jetzt ein toller Fortschritt. Es ist sagenhaft. Ich habe hier diese ganze Begrünung hier bis zum abnehmbaren Teil habe ich erstmal soweit fertig. Was ich aber auch gemacht habe, das ist hier oben nochmal richtig beigegangen, denn ich wollte es ja ein bisschen ausdünnen. Jetzt sind so ein paar Sachen hier in Dark Green drauf. Ich weiß nicht, ob es die Lichtverhältnisse im Moment zulassen. Nach oben hin wird es, wie gesagt, ein bisschen weniger werden. Ja, und ich bin noch nicht ganz fertig, denn dieses Teil muss auch noch bearbeitet werden. Das sind gut echt noch 100 Noppen, die hier belegt werden müssen. Ja, und die Noppen werden ja nicht nur einzeln belegt. Naja, nach hier oben hin vielleicht schon eher. Ja, es ist noch einiges zu tun. Ich melde mich gleich wieder. Was meint ihr? Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin jetzt komplett fertig mit diesem abnehmbaren Element und diesem Teil hier drunter. Und insgesamt, wenn man sich das so anschaut, auch von hier, ein klasse Fortschritt, ein klasse Bild. Mir gefällt das richtig gut. Ich zeige euch das mal eben. Ich versuche das mal mit einer Hand eben zu machen. Ich kann diese Elemente wirklich jetzt recht zügig entfernen, wie ihr seht. Das ist überhaupt kein Problem. So können wir ganz schnell noch hier irgendwann mal die Schiene fixieren. Das ist überhaupt kein Problem. Na, kriege ich es denn auch mit einer Hand wieder super rein? Das schauen wir uns doch auch nochmal an. Muss man doch einmal hinkriegen, ohne den bekannten Vorführeffekt. Na komm. So. Ja, klasse, oder? Ich finde es gut. Reicht mir aber noch nicht heute. Nein, ich möchte hier unten noch mal beigehen. Ich möchte so eine kleine Plattform hier noch schaffen. Mit dieser Platte zum Beispiel. Und das Gelände anpassen und noch ein paar Tannen machen. Ich habe ja gesagt, es gibt eine Mega-Folge heute und das halten wir auch so ein. Sonst werden wir mit dieser 7,80 Meter langen Bergkulisse irgendwie überhaupt nicht fertig. Also, auf geht's! Ja, was habe ich gemacht? Ich habe hier unten schon eine weitere Plattform eingefügt. Und hier so ein bisschen auch schon das Gelände angepasst. Hab dazu aber auch erst wieder viel wegreißen müssen, was hier schon wiederum liegt. Aber gut, so ist das nun mal. Und ich dachte mir, so ungefähr diesen ganzen Bereich,
werden wir jetzt noch gestalten. Das heißt, jetzt geht es erstmal wieder an dieser 1x1-Fläche und so weiter und dann ein paar Slopes und so weiter. Und dann melde ich mich gleich wieder. Und der nächste kleine Zwischenstand ist da. Jetzt guckt euch doch das mal bitte an hier. Sieht das nicht wahnsinnig aus? Ich finde das richtig stark. Also mega. Ab hier beginnt dann wahrscheinlich eine Wiese. Ob Wiese oder Kornfeld oder Kuhwiese, das weiß ich jetzt wirklich noch nicht. Aber wir sind auch jetzt noch nicht fertig. Denn hier müssen jetzt Tannen drauf, wie hier auch. Die gehen so ein bisschen den Hang hoch und auch ein bisschen hier runter. Ungefähr bis zu dieser Wiesengrenze, sag ich mal, bis zur hellgrünen hier. Ja? Also wird dieser ganze Teil hier jetzt noch alles voller Bäume gemacht. Ja, es ist viel zu tun, aber das sieht schon richtig stark aus. Ich würde sagen, bis gleich. Ja, was meint ihr? Schaut's euch an. Die Tannen habe ich soweit jetzt auch eingefügt. Ich finde, das ist ein richtig klasse Bild. Und wir haben auch richtig viel geschafft heute. Wenn ich überlege, dass wir hier die ganze Spitze gemacht haben, die ganze Verkleidung an dieser Stelle gemacht haben. Jetzt noch mit der ganzen Begrünung. Ja, also das ist ein schöner Fortschritt, definitiv, und auch ein Mega-Fortschritt. Ich habe mal grob geschätzt, es müssten so circa heute, ja, es ist Tatsache, an die, ja, 5000 Teile gewesen sein. Ja, es waren 5000 Teile, es ist einfach so. Allein die Tannen, die ich hier gemacht habe, das waren, glaube ich, jetzt 800 Teile. Es ist sagenhaft, es ist sagenhaft. Ja, vielleicht waren es 750, aber da will ich mich jetzt auch nicht auf 3 festlegen. Ja, ich finde, ein klasse Fortschritt und so machen wir auf jeden Fall in der nächsten Runde weiter. Zuvor jedoch erst, wie immer, die Zugfahrten. Und heute fährt mal wieder mein TEE.
Wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen. Da verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ich überlege, ja, was sollen wir machen? Sollen wir jetzt in dieser Ecke hier unten mal weitermachen, dass wir hier so ein bisschen wieder anschließen? Ich glaube, die Idee ist gar nicht mal die schlechteste. Weil schon wieder Berg habe ich jetzt auch keine Lust zu. Also würde ich sagen, machen wir hier unten weiter. Und dann überlege ich tatsächlich, ob wir hier ein Kornfeld machen oder es tatsächlich bei dieser Kuhwiese belassen. Und ich hier nochmal ein Stück zurückbaue. Das muss ich mir echt noch haargenau überlegen. Aber ich habe ja noch eine Woche Zeit. Ja, und ihr könnt euch auch mal ein bisschen Gedanken machen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also, bis dahin. Tschüss.